Ja, das war früher alles ein bisschen langsamer. Obwohl wir beim ersten Sommerskispringen auch schon Computer oben am Kampfrichterturm hatten. Also die Auswertung, die lief auch ein bisschen schneller. Aber ansonsten das Ganze drumherum, was jetzt alles da ist, von Videoweitenmessung bis dass ich den Springer auf der Videowand sehe, war natürlich nicht. Der Sprecher damals, Werner Kirchhofer, der hat eben angesagt, dass jetzt ein Springer kommt und wie weit er gesprungen ist. Und wenn dann eine Spritzpause war, dann konnte er doch schon die ersten 5 oder 10 sagen, die im Moment in Führung sind. Ja. Aber das ging alles viel, viel langsamer. Und natürlich zu heute geht es auch für uns ein bisschen einfacher. Wir brauchen keine schweren Kästen mehr zum Kampfrichterturm hochschleppen. Das geschieht ja alles über Funktechnik wesentlich einfacher, wesentlich besser. Der Zuschauer ist natürlich näher dran. Und da hat sich auch eine große Wende vollzogen beim Zuschauerinteresse, wenn ich dran denke an früher. Da waren es halt noch ein paar, die wirklich was vom Skispringen verstanden haben, die an der Schanze waren. Heute ist es ein Event auf Neudeutsch.